Hallo und moin moin in die Runde. Ich habe mich tatsächlich auch mal entschieden, ein Video über diese Hangout-Szene zu machen. Darum geht es bei mir ja sonst nicht. Also mein Name ist Livia. Ich glaube, wer dieses Video hier findet und sich anguckt, der wird wissen, worüber ich hier rede und so. Und wer ich bin, ne? Okay, mir ist ein Video zugespielt worden von Martin Hüller, Gedanken zur Zeit, HU-Kanal, Livestream vor 20 Stunden, also gestern, uneingeschränkte Solidarität mit Let's Play und Tony Mahoney. Und das veranlasst mich jetzt irgendwie dazu, hier mal ein Video zu machen, weil er hat hier in diesem Livestream sehr interessante Sachen gesagt. Und da gucken wir gleich mal rein. Und was ich euch aber zuerst mal zeigen möchte, ist hier eine kurze Sequenz von Manuel Meint. Manuel Meint, 22.12.17, geschlossener Brief an Tony Mahoney. Und er sagt hier etwas. Bevor wir uns dann hier mal angucken, was Martin sagt, hören wir hier kurz mal rein. Wenn man einfach den Martin Hüller mit seinem Klarnamen, so heißt er auch gar nicht sein YouTube-Channel, im Internet mit Videos positioniert, bei denen dann irgendwelche komischen Masken und schreckliche Titel sind, dann zerstört es eventuell wirklich eine Existenz, denn hätte der Martin Hüller jetzt praktisch ein Geschäft, was zum Beispiel auf seinem Namen und seiner vorhandenen Internetseite aufbaut, dann hätte man es damit wirklich geschafft, von diesem ganzen Internetleben jemanden existenziell zu schädigen. So, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, das ist mir auch scheißegal, aber wenn man Martin Hüller googelt, so dann keine Ahnung, ob das jetzt Kunden oder was weiß ich, Leute cool finden würden. Und das ist für mich halt einfach so ein Problem, so auf der einen. Also er sagt hier, wenn man das Gewerbe und den Klarnamen und so verhöhnt, dann hätte man es geschafft, tatsächlich von diesem YouTube-Kram hier was ins Real Life zu ziehen und vielleicht sogar ein Gewerbe oder eine Existenz zu schädigen. Und ja, kritisiert das hier. So, und jetzt zeige ich euch mal meinen Kanal. Der heißt Schöpfer.tv. Meine Homepage heißt auch Schöpfer.tv. Also, das ist tatsächlich auch quasi der Name des Gewerbes. Und wenn ich hier auftauche auf YouTube, sowohl auf meinem Kanal als auch auf dem Kanal, wenn ich irgendwo in den Hangout gehe, also woanders dann. Dann immer unter Livia. Also ich habe noch nie meinen vollständigen Namen benutzt hier, ne? Ich bin immer nur unter Livia. Ich habe noch nicht mal auf den Social Media Plattformen oder wie die Dinger heißen da meinen Klarnamen. Ich nutze ihn nicht so wirklich, aber noch nicht mal da habe ich meinen Klarnamen. So. Also hier auf YouTube gab es das noch nicht. Und Manuel hat ja gesagt, dass Martin Hüller ja gar nicht unter seinem Namen so auftaucht. Also sein Kanal heißt nicht so, sondern er heißt Gedanken zur Zeit. Ja, das ist jetzt hier sein HO-Kanal. Aber er sagt, er tritt ja gar nicht so wirklich unter diesem Namen auf, beziehungsweise ist nicht sein Kanalname. Okay, also mein Kanalname ist Schöpfer.tv, ne? Und Martin tritt nicht unter seinem Klarnamen auf. Das habe ich mir mal angeschaut. Dafür habe ich bei YouTube hier mal Martin Hüller eingegeben. Und hier die Sachen mit Let's Play, okay. Das habe ich nichts mit zu tun gehabt. Aber hier steht zum Beispiel Gedanken zur Zeit, also der Kanal von Martin Hüller selbst, das ist seiner, mit Martin Hüller vor einem Jahr. Also er selbst hat in den Titel seines Videos Martin Hüller geschrieben. Hier, Gedanken zur Zeit. Dann haben wir hier wieder Gedanken zur Zeit vor einem Jahr Martin Hüller. Dann haben wir hier sogar noch mal einen anderen Kanal, wo er auch komplett
mit seinem vollen Namen drinsteht. Oder ja, hier ist auch wieder Gedanken zur Zeit, also sein eigener Kanal, auch wieder hier sein Nachname drin. Gedanken zur Zeit Martin. Was gibt es hier noch? Hier hat er irgendwo am Reichstag eine Rede gehalten vor 3 Jahren. Martin Hüller steht hier. Hier steht nicht Gedanken zur Zeit. Hier ist Kai aus Hannover. Martin Hüller. Hier auch im Betreff. Ich weiß nicht, wer das ist hier, aber ich denke mal, er hat hier mit ihm irgendwie, hier steht ja Gespräch, irgendwie ein Interview gemacht. Dann hat er eine Rede gehalten, auch wieder in Berlin. Auch wieder Martin Hüller, komplett mit Namen. Newsfront Deutsch, Martin Hüller. Und hier ist noch der Florian Alexander Lickfeld, wo er auch öfter mal hier in den Gesprächen mit dabei ist. Auch der schreibt Martin Hüller. Also, Martin hat sich dafür entschieden, seinen Klarnamen zu verwenden. Wie es aussieht, selber entschieden. Was bei mir nicht der Fall ist. Das nur mal so vorab. Er tritt überall als Martin Hüller auf. Ne? Okay. Und gestern gab es dann hier, vor 20 Stunden war das, diesen Livestream Uneingeschränkte Solidarität mit Let's Play und Tony Mahoney. Und ich würde da euch gerne mal zeigen, was hier passiert ist. Und da mal reinhören. Wozu soll die Solidaritätsspende eigentlich dienen? Da geht es darum, ich möchte mich fortbilden. Na, ihr wisst ja, ich bin ja als Life-Coach unterwegs, den sich überhaupt keiner von euch leisten kann. Also er sagt hier selber, er ist hier als Life-Coach unterwegs. Ich nehme an, der arbeitet das, ich weiß es nicht. So ist ein kleiner Teil meiner Arbeit, ist auch, hat auch damit zu tun. Ich bin auch Life-Coach zu einem kleinen Teil. Deswegen, ja, ne, er macht das selber hier. Und was jetzt aber hier kommt, finde ich sehr interessant. Wir gucken uns das mal an. Das ist auch ganz gut so, denn ihr seid ja alle fit und im Leben, wenn ihr hier irgendwie so mein Kanal irgendwie so verfolgt. Und ich möchte mich fortbilden. Und zwar weiß ich noch nicht, was ich da nehmen soll. Was ist meine Brille? Weiß ich noch nicht. Ich nehme an, das wird ein Kursus sein. Dafür brauche ich 349 Euro, glaube ich. Warum geht jetzt hier mein Internet nicht? Da geht es ja schon wieder los. Kurz am Rande, habt ihr das heute gelesen? Nee, das darf man nicht vorlesen. In China hat eine Frau ihrem Ehemann beim Sex einen Hoden abgebissen. So, Preise. Nee, 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 das ist nicht das, was ich suche. So. Und zwar will ich ein Kursus buchen bei dieser Frau. Kennt ihr die? Schon mal gesehen? Die weiß, wie es geht. Da frage ich mich allerdings halt auch, wo war da die Solidarität, als ungerechtfertigterweise da so wegen Körperfülle und naja, gut. Also, er hält hier mein Foto in die Kamera, nachdem er sagt, er möchte natürlich bei mir ein Seminar machen. Und hat dann in so einem Nebensatz erstmal noch erwähnt, wo bleibt denn da die Solidarität? Also Martin, in der Sendung von Let's Play and Talk, um die das hier wahrscheinlich geht, vorgestern müsste die gewesen sein, habe ich sogar gesagt, ich war phasenweise gar nicht in den Hangouts aktiv, weil ich es nicht mehr ertragen konnte.
Hättest du mir da genau zugehört, hättest du das gehört. Und hättest du es verfolgt, hättest du auch gesehen, dass ich im Chat auch geschrieben habe, dass es jetzt langsam reicht und dass ich das nicht mehr hören kann. Aber das muss man ja nicht unbedingt erwähnen, ne? Reicht ja, wenn man das so hinstellt, blieb denn da die Solidarität. Und ich habe auch gesagt, dass ich nicht hinter allem stehe, was die beiden machen. Das ändert aber nichts daran, dass Bedrohungen nicht in Ordnung sind. Ja, also ich finde es sehr spannend, dass du hier mein Foto erstmal in die Kamera hältst und dich jetzt hier plötzlich meinem Gewerbe widmest. Natürlich sehr clever gemacht. Du liest einfach quasi als Interessent vor. Ne? Ja, wir hören mal weiter. Ich habe jetzt hier, ich glaube, 2 Minuten ungefähr vorgespult, weil er da den gesamten Text meines Seminars vorliest. Und dann schauen wir mal, was hier noch kommt. Das kann man lesen bei heilnetz.de und damit es nötig ist, hier ne, kann man dann sehen. So. Und nachdem er hier ne, meine ganze Arbeit vorgelesen hat, das, was ich hier mache und so, hält er hier zum allerersten Mal meinen Klarnamen auf YouTube. Oder allgemein hier ins Internet quasi. Auf YouTube. Und der war vorher nie auf YouTube und auch nicht auf anderen Plattformen, die man nutzen kann. Und ja, das finde ich schon mal sehr interessant, wird aber noch ein kleines bisschen spannender. Anbieterin ist Schöpfer TV, Leitung Livia Hermes und hier 349 Tacken und deswegen, ich will da teilnehmen, brauche ich eure Solidarität. Okay. Was ich in der Sendung gesagt habe, ist, es ist nicht in Ordnung, Menschen zu bedrohen, konkret zu bedrohen, so wie Let's Play, wo gesagt wird, wir finden deine Adresse raus, die schicken wir viral oder für dich ist hier Feierabend, du weißt es nur noch nicht und wir ficken dich, bis du quiekst und so. Das sind echte Bedrohungen. Und ich habe gesagt, Sympathie hin oder her, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen bin ich da. So. Und er sagt jetzt hier verhöhnenderweise, er will natürlich nicht an meinem Seminar teilnehmen, ist schon klar, aber er setzt sich jetzt hier hin, liest meinen Seminarinhalt vor, hält den Klarnamen in die Kamera, spricht ihn noch aus und sagt dann, dafür will er jetzt Solidarität. Ja. Und du hattest ja am Anfang gesagt, wo war denn jetzt meine Solidarität mit dir, als du da ungerechtfertigterweise wegen deiner Körperfülle, hast du ja nur so angedeutet, angegriffen wurdest. Ungerechtfertigterweise muss ich auch leider, ob das in Ordnung war oder nicht, ist eine andere Sache. Ob es zu weit ging oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es geht darum, ungerechtfertigterweise, du kannst halt nicht ständig zu jemandem gehen und sagen, du bist ein Psychopath, Martin, das geht nicht. Das guckt man sich vielleicht eine Weile mit an und dann reagiert derjenige vielleicht auch. Jetzt unabhängig von der Art der Reaktion, aber ungerechtfertigterweise, ich sage ja nicht, dass das gerechtfertigt war, aber man muss sich eben nicht wundern, weil du tust hier so, als wärst du ja so unbescholten und da kam einfach jemand und hat dich angegriffen. Das ist so nicht. Also, so sehe ich das zumindest. Bist halt da ständig hingegangen, ne? Hättest du ja übrigens auch nicht machen müssen. Aber dass du jetzt hier ja meinen Klarnamen in die Kamera hältst und vorliest und so und mein Gewerbe jetzt auf YouTube zerrst, ja, das finde ich sehr spannend. Ich wüsste auch gern, warum man sowas macht. Du hast dir selber mal was dazu gesagt. Und zwar 30.11. Gedanken zur Zeit.
Plädoyer gegen Sippenhaftung heißt das Video. Hier, Gedanken zur Zeit, ist dein eigener Kanal, Martin. Und da hören wir uns mal eine Sequenz an, die du hier gesagt hast. Erinnert mich sehr stark daran. Und dieses Verhalten, was da diese zwei Protagonisten und jetzt dann noch mit einigen Helfershelfern an den Tag legen, erinnert mich sehr an links unten und Antifa. Das ist, weil das halt auch in so ein Selbstverständnis kommt. Das ist deren Recht, das können die halt einfach machen. Man kann einfach Namen benutzen oder so etwas. Das kann man natürlich nur, wenn man selbst entmenschlicht ist. Dann hat man natürlich den Zugang nicht, dass das, was man da tut, Unrecht ist. Der ist da völlig verloren gegangen. Weil du beklagst dich hier über das Selbstverständnis, Namen zu benutzen, was du ja hier auch selber tust, aber davon mal ganz unabhängig, in diesem Video hier beklagst du dich, dass dieses Selbstverständnis, einfach Namen zu benutzen, das kann man nur machen, wenn man komplett entmenschlicht ist, weil einem dann der Zugang fehlt, dass das, was man da tut, Unrecht ist. Dieser Zugang ist verloren gegangen, wenn man das tut. Also, ich möchte das gerne nochmal spielen. Antifa, das ist, weil das halt auch in so ein Selbstverständnis kommt, das ist deren Recht, das können die halt einfach machen. Man kann einfach Namen benutzen oder so etwas. Das kann man natürlich nur, wenn man selbst entmenschlicht ist. Dann hat man natürlich den Zugang nicht, dass das, was man da tut, Unrecht ist. Der ist da völlig verloren gegangen. Weil es also. Und dann sehe ich dich hier, 4 Wochen später, oder gerade mal, ja, genau, 30.12., das hier war 30.11., 4 Wochen später. Und das, was, worüber du hier in diesem Video noch erzählt hast, dass man ja dann entmenschlicht ist und so, weil man dann eben nicht mehr merkt, dass das, was man tut, Unrecht ist. Und ich sehe dich dann hier in diesem Hangout-Stream hier von dir, mein Gewerbe dahin ziehen und zerren und meinen Klarnamen in die Kamera halten und vorlesend. Also Martin, das Ding ist, ich glaube, du bist sehr intelligent. Ich glaube nicht, dass das einfach Blödsinn ist hier. Blödheit oder so. Ich glaube, du bist sehr intelligent. Das heißt, ich unterstelle dir mal Absicht. Logisch. Wer hier, ich weiß ja gar nicht, wie es hier hinten weitergeht. Ich habe ja nur bis Minute 12 oder so geguckt. Aber wer hier, ja, 10 Minuten mindestens, vielleicht geht es dann heute, aber 10 Minuten mindestens davon spricht, von anderen Coaches und das hier hinzieht und ja, ist schon eine komische Doppelmoral, die du da hast. Ich weiß auch nicht, mit welcher Berechtigung du das eigentlich machst. Ich habe dich weder bedroht, noch beleidigt, noch beschimpft. Ich war bei diesem ganzen Hüller-Bashing oder wie man das nennt, noch nicht mal anwesend. Ich war nicht da. Und wenn du jetzt sagst, ja, die hat sich da ja solidarisiert, damit heißt sie das ja gut, was die gemacht haben da. Kann ich das ja hier auch machen. Wenn das überhaupt Auswirkungen auf dein Real Life hatte, was weiß ich. Ich habe keinerlei Kontakt zu dir. Ich keine Ahnung, was, ne? Aber dieser Zirkelschluss, ja, wenn die sich solidarisiert, ist sie da jetzt zum Abschluss freigegeben. Oder keine Ahnung, was jetzt hier das Ziel ist eigentlich. Ich habe mich solidarisiert, weil die beiden bedroht werden. Und ich habe gesagt, unabhängig von Sympathie oder Antipathie, finde ich das nicht in Ordnung, dass jemand angegriffen wird. Und im Rest der Sendung habe ich meine Meinung gesagt, zu dem, wie das gelaufen ist, beziehungsweise wie das alles zusammenhängt. Und ich glaube, das hat dir nicht gefallen. Und da denkst du jetzt, haha, nehme ich mal ihr Gewerbe und ihren Namen und zerre das mal auf YouTube.
Aber Martin, erinnerst du dich? Mit welchem Selbstverständnis man einfach so den Namen von anderen benutzt. Das kann man nur tun, wenn man entmenschlicht ist. So. Und ungerechtfertigterweise, da habe ich auch schon was dazu gesagt, dass ich das nicht gut fand, habe ich geäußert, hast du wohl nicht mitbekommen. Und ja, ich habe bei Hoffi quasi gesagt, wie ich das alles sehe. Und das wird ja noch erlaubt sein. Also meine Meinung werde ich ja noch sagen dürfen, wie ich das alles sehe, wenn mich das unsympathisch macht, aus deiner Sicht, oder dumm oder verdreht oder ja, keine Ahnung. Wenn du damit mit dem, was ich da gesagt habe, ein Problem hast, ist das ja in Ordnung. Aber ich habe dich weder beleidigt noch beschimpft, zumindest wüsste ich es nicht, noch angegriffen. Also sehr spannend, gerade deshalb, weil er selber schon gesagt hat, wer das macht, hat jeglichen Zugang zur Menschlichkeit verloren. Dahinter kommt dann jetzt hier, psychopathisch ist das, das tut mir leid. Ne? Das erspare ich euch jetzt, ich will ihm jetzt hier auch nicht Psychopathie unterstellen. Aber schon sehr spannend. Muss ich sagen, Martin. Also wüsste gern mal, wie du zu diesem Selbstverständnis hier kommst. Das ist sehr interessant. Es gab hier hinten noch eine Sequenz, die ich euch auch noch gerne zeigen möchte. Da hören wir auch noch mal rein. Bei 10 Minuten 17. Denn ich habe gestern in den Stream von Let's Play and Talk reingeguckt, Mega Man, und konnte da feststellen, wie diese Schwingung von Livia Hermes da so in den. Die Schwingung, damit gehst du in das, was ich arbeite. Du weißt, ich arbeite energetisch. Du ziehst also jetzt das, was du sagen willst, erstmal auf mein Gewerbe runter oder brichst das runter und sagst die Schwingung von, um mich in meiner Arbeit zu diskreditieren. Wahrscheinlich, ich kann nur mutmaßen, weil dir meine Meinung zu Let's Play und Toni oder über das, was passiert ist, nicht gefällt. Ich erinnere dich nochmal. Ja. Und das Spannende ist, dass hier ganz plötzlich mein vollständiger Name erwähnt wird immer. Also bisher, erstens spricht man es Livia aus, bitte, und nicht Livia. Aber bisher, gut, ich habe dich noch nie über mich reden hören oder so. Ich habe sonst auch nicht wirklich reingehört so in andere Hangouts. Deswegen bin ich da gar nicht so im Bilde. Aber bisher heißt es nicht Livia Hermes. Martin. Also ich weiß nicht ganz, aus welchem Selbstverständnis du hier agierst. Und ich weiß auch noch nicht so ganz, was das soll. Also, was ist da die Erklärung? Die ist bei Let's Play, dann kann ich das ja machen. Oder find das super interessant, was du hier machst. Aber es kommt hier gleich noch was, wo du mir auch was in den Mund gelegt hast. Und dazu würde ich gerne auch noch was sagen. In den, na, was die da so gesagt hat, die sagte zum Beispiel sowas wie: Ich bin das lebende Beispiel, dass man bei so Anzüglichkeiten, die Let's Play irgendwie sagt, dass er mich gerne mal bumsen würde, weg irgendwie, das sagt man einmal, das machst du jetzt irgendwie so nicht. Und da sollte man dann bitte nicht wie Enna oder so dann darum oder wie andere Leute sich dann darüber echauffiert haben, sollte man das irgendwie genauso machen. Sie Also, das ist auch eine sehr spannende, ganz zarte Verdrehung, aber die, ja, die dreht das rum, was ich gesagt habe, ganz zart und leicht. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder so. Ich weiß nicht, ich unterstelle dir Absicht. Ich habe gesagt, als ich Let's Play kennengelernt habe, hat er mir gegenüber auch gesagt, hier tanz mal an der Stange.
Und ich habe ihn dann kontaktiert und habe gesagt, lass das sein. Das war einmal nötig auszusprechen und dann nie wieder. Und es ist nie wieder passiert. So. Also bin ich ja das lebende Beispiel, dass wenn man zu ihm, ganz konkret zu ihm geht und sagt, lass das sein, dass dann Ruhe ist. Und dass, wenn andere das stören würde, also zum Beispiel, du hast ja jetzt hier Enna gesagt, dass sie ja auch mal was hätten sagen können, was sie aber nicht haben, sondern im Gegenteil, Martin, sie hat dir gesagt, sie ist nicht das Opfer und du mögest dich raushalten. So. Und das ist alles, was ich gesagt habe. Ich habe nicht, so wie du das hier ganz, ganz sanft mit unterschiebst, das ist interessant. Du schiebst hier ganz sanft mit unter, dass ich gesagt habe, ist doch in Ordnung, regt euch doch nicht auf, wenn der so redet. Dazu, zu dieser grundsätzlichen Aussage ist überhaupt nichts von mir gefallen. Das unterstellst du mir gerade. Ich habe keinerlei Wertung über grundsätzlich das Verhalten von Let's Play gegeben, sondern nur gesagt, hier hör zu. Ich habe was gesagt und dann war Ruhe, hättet ihr auch machen können. Ihr hättet auch Nein sagen können. Aber von Enna kam ja auch Nein, ich bin kein Opfer, lass mich zufrieden. Wie kommst du auf die Frechheit, mich als Opfer hinzustellen? Ich kann mich wohl selbst verteidigen. Genau. Und da sich Enna selbst verteidigen kann, habe ich gesagt, dann hätte sie ja, wenn ihr das nicht gefällt, auch sagen können, nein. Scheint also dein Problem gewesen zu sein und nicht ihr Problem. Dafür kann ja auch keiner was. Aber das ist super spannend, dass du hier mir quasi so eine Allgemeinwertung unterstellst, die ich gar nicht mit abgegeben habe, die, wenn ich das da sage. Das gar nicht bewertet. Und hier kommt noch ein kleiner Satz, aber dann habe ich ausgemacht, dann war es mir zu doof. Aber das werde ich hier noch ganz kurz nochmal zeigen. Sie redete da. Sie redete da, wie so diese Weiber, die dir irgendwie so erklären wollen, Deutsche vergewaltigen auch. Aha. Wenn ich ganz neutral, wenn ich sage, er hat mir zu mir was gesagt, ich habe gesagt, lass das und es ist geblieben. Dann rede ich also wie diese Frauen, die quasi sagen, Deutsche vergewaltigen auch. Ich weiß gar nicht, was dieser Satz überhaupt heißen soll, Martin. Also, es ist total interessant, wie du hier Tatsachen so hinstellst und mir quasi Sachen in den Mund legst in einer Selbstverständlichkeit, als hätte ich die wirklich so gesagt. Und dabei sind die in deinem Kopf oder keine Ahnung wo, aber ich habe sie nicht gesagt und ich habe sie auch nicht mitschwingen lassen. Okay, hier unten ist noch ein Kommentar unter diesem Video, den ich ganz toll fand. Und zwar, oh, hier gibt es schon ein paar Antworten. Verpiss dich. Okay. Ich hoffe, dass ich, okay, dass das hier für alle sichtbar stehen bleibt. Dieselbe Heuchelei. Na gut. Er schreibt hier, fand die Livia auch ekelig im letzten Hangout. Da hatte sie so gar nichts Erleuchtetes. Das war nur beschämend. Aber man muss sie und ihr Gewerbe ja nicht so vorführen. Und Martinus, für diesen Kommentar, den finde ich wirklich super. Den finde ich richtig klasse. Möchte ich mal Danke sagen. Nicht, weil du jetzt hier was gesagt hast, sondern im Video von Let's Play, als wir da waren, ist das eigentlich die Botschaft, die ich transportieren wollte. Und ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die so sind. Guck mal, hier steht, er findet mich eklig und ich hatte nichts Erleuchtetes und es war beschämend. Das heißt, er mag mich nicht. Was auch völlig in Ordnung ist, nicht jeder muss mich mögen, das ist gar kein Problem. Aber muss sie und ihr Gewerbe nicht so vorführen. Das heißt, es ist keine Sympathie hier. Er sagt nicht, ach, die finde ich toll, deswegen mache ich hier mit. Sondern er sagt, die finde ich blöd, mag ich nicht. Aber ich muss sie und ihr Gewerbe ja nicht so vorführen. Das heißt, er ist hier für die Gerechtigkeit aufgestanden. Und Martin, du hast es in dem Ding hier selbst gesagt. Man hat den Zugang zur Gerechtigkeit verloren, wenn man sowas macht. Es ist nicht gerecht. Man hat mit Gerechtigkeit und Moral nichts zu tun. Und hier ist jemand, der wirklich gesagt hat, ich mag die nicht, aber das ist nicht okay. Und das ist genau das,
wovon ich da geredet habe. Und solche Kommentare haben meinen vollsten Respekt. Das finde ich wirklich klasse, Martinus. Ich hoffe, du siehst das hier irgendwann mal, dass ich hier so ein Video mache. Das ist genau das, wovon ich eigentlich in diesem Hangout bei Let's Play geredet habe. Das finde ich super. Zum Thema Entmenschlichung, wenn du Mega Man mit der Stimme aus dem Off anzeigst, findet die Strafverfolgung dann einen Menschen? Sich dumm stellen ist albern. Okay, ich bedenke mal, dass er sich hier auf irgendwas bezieht, was ich nicht mitbekommen habe. Vielleicht ist das hier in dem noch mit drin, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und die Antwort von Gedanken zur Zeit, verpiss dich, mach das da, wo du offenbar hingehörst. Okay. Gedanken zur Zeit, ich hoffe, dass das hier so für alle sichtbar stehen bleibt. Das ist dieselbe Heuchelei und Doppelmoral, die man Let's Play und Toni vorwirft. Ihr unterscheidet euch kaum. Das heißt, hier seht ihr auch, dass er sogar Let's Play und Toni nicht mag. Perverse morale Flexibilität. Und mal ehrlich, dein Argument ist, ein Bild ist kein Mensch. Halleluja. Na gut. Das ist ein Kommentar, den kannte ich noch gar nicht. Ich hatte nur den hier heute Morgen gesehen. Ja, geht jetzt hier nicht um mich, deswegen lasse ich das mal weg. Aber Martinus fand ich super, auch wenn du mich nicht magst, ist nicht schlimm. Nicht jeder muss mich mögen. Genau. Also Martin, ich finde das sehr interessant, was du hier gemacht hast. Und ich möchte dir auch mal zeigen, was dann so in der Folge passiert. Ne? Also wir sind jetzt hier auf meinem Kanal, SchöpferTV. Hier ist was zur Überprüfung ausstehen. Ich sage nicht, dass Martin mit diesem Osterhase was zu tun hat oder auch mit dem Inhalt oder ja, gar nicht. Ich will darauf hinaus hier. Das ist ein Kommentar, der abgegeben wurde unter mein letztes Video gestern, beziehungsweise vor 6 Stunden, also nach der Sendung hier, 20 Stunden. Und da steht ganz plötzlich, lieber Hermes ist so fett hässlich. Also, Frau Hermes, wann nehmen Sie sich endlich das Leben? Verfickte Grüße, ihr Osterhase. Ja. Das heißt, hier ist jetzt zum allerersten Mal, seitdem ich auf YouTube bin, mein Klarname zu lesen. Und ich frage mich, Martin, was das soll. Da wäre ich wirklich daran interessiert, das mal zu erfahren. Ob du dann nicht wirklich Doppelmoral bist, wenn du hier in diesem Video sagst, dass das entmenschlicht ist, wenn man das macht, weil man keinen Zugang mehr zur Gerechtigkeit hat. Das heißt, scheint es hier für dich gesprochen zu haben. Und auf der anderen Seite dann eine Frau angreifst, die in einer Sendung einmal war, sich an dem Beef zu dir nicht beteiligt hat, nicht, dass ich wüsste. Ja. Ich finde das ziemlich selbstentlarvend, Martin, wenn ich ehrlich bin. Und ja, eigentlich, es ist sowieso, es sagt sowieso viel mehr über dich aus als über mich. Also, wenn ich bei Let's Play bin oder bei Toni, war ich zwar ewig nicht, weil ich keine Zeit hatte, aber wenn ich da bin und da etwas sage, dann ist das, was ich da sage, das sagt was über mich aus. Und das kann mich unsympathisch machen oder dumm oder blöd oder egal, was das für einen Eindruck hinterlässt. Und es kann auch sein, dass nicht jeder meiner Meinung ist, dass man das anders sieht und sagt, hier, pff, die spinnt doch oder so. Alles kein Thema. Überhaupt kein Ding. Aber das, was ich da von mir gebe, sagt was über mich aus. Das, was du hier gemacht hast, beziehungsweise hier in diesem Video, das sagt was über dich, nicht über mich. Das sagt weder was über meine Arbeit noch über mich. Es sagt nur etwas über dich aus. Nämlich, dass du scheinbar eine sehr komische Doppelmoral hast, die sich da zurechtschieben lässt, wie man lustig ist. Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass du wirklich da gesessen hast, ach ja, wenn die beiden gut findet, dann kann ich das ja auch machen. Ja, das ist genau das, was ich auch in der Sendung gesagt habe. Verbrennt die Hexen, ja, trifft ja die Richtigen. Ist ja in Ordnung, waren ja Hexen. Das ist hier genau das Problem.
Die Meinung gefällt mir nicht oder was die denkt oder sagt oder so, gefällt mir nicht, die muss weg. Oder da muss ich hier mal ein Video machen, wo ich ihren Klarnamen. Ich will gar nicht wissen, wie oft der hier noch gefallen ist. Ich habe es nicht gesehen. Aber ja, scheint hier nur um meine Meinung zu gehen, die hier nicht gefallen hat, weil ich wüsste nicht, wo ich dich angegriffen habe. Und es ist sowieso spannend, ich habe jetzt hier nur drei kurze Sequenzen vorgelesen. Und da waren schon in den drei Sachen, die du da zitiert hast, hast du in einem kleinen Nebensatz mir da Sachen unterstellt, die ich nicht gesagt habe. Aber gut, mal davon ab, den Klarnamen hier in die Kamera zu halten und vorzulesen und mich von da an dann auch komplett mit meinem Klarnamen zu nennen. Martin, ich muss dich da selber zitieren. Das ist schon peinlich. Das ist wirklich peinlich. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber ich unterstelle dir hier mal pure Absicht. Du wirst dir hier lange überlegt haben, was kann ich da tun. Ich weiß nicht, was mit deinem Gewerbe ist. Vielleicht bist du der Meinung, müsstest mir irgendwie schaden oder so. Keine Ahnung, was hier los ist. Aber das verurteile ich, was du hier machst. Ja, genauso wie ich andere Sachen schon verurteilt und kritisiert habe. Und nicht nur pro Let's Play und pro Toni. Ich habe auch in den Sendungen, wenn du zugehört hättest, gesagt, ich habe mich rausgeklinkt zwischendurch, weil ich gedacht habe, ihr spinnt. Später habe ich dann einige Sachen mehr verstanden, aber ich habe mich eine Zeit lang ausgeklinkt, weil ich dachte, ihr spinnt. Und ich bin auch nicht immer mit euch einer Meinung, Let's Play und Toni. Das habe ich gesagt. Und ich gehe mal davon aus, dass du hier der Meinung bist, die hat sich da in der Sendung grundsätzlich mit Toni und Let's Play solidarisiert, dann darf ich das hier. Nein, Martin, darfst du nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und, also ich überlege auch, wie tief muss man eigentlich sinken oder was muss in jemandem vorgehen, um sowas zu machen? Finde ich sehr interessant. Ja, das war's. Das ist das, was ich dazu sagen wollte. Eine sehr interessante Entwicklung, dass man jetzt hier auf mich losgeht. Wohl für meine Meinung. Ich weiß nicht warum. Weil einen Angriff wüsste ich nicht, wo ich den gestartet hätte. Und selbst wenn, ne, ich habe mich bei Let's Play gegen Drohungen, gegen wirkliche Bedrohungen solidarisiert. Und das hier ist direkt so. Es ist sehr interessant, Martin. Sagt so viel über dich aus. Und auch dass du mir immer da was unterschiebst und in so einem kleinen Nebensatz und mit so unterschwelligen Sachen im Prinzip eine Schwingung transportierst, als hätte ich das wirklich gesagt. Ne? Ja. Na gut. Also, ich verurteile, was du hier tust. Und es sagt viel über dich aus. Und ja, mich würde ja auch mal interessieren, wie die anderen das so sehen. Vielleicht schaut Manuel ja mal das Video. So, ich weiß es ja nicht, ob er das Video hier je zu sehen bekommt, das weiß ich nicht. Ihr könnt euch da eure eigene Meinung machen. Ich habe meine Meinung dazu. Finde das ekelhafte Doppelmoral, wie er das ja auch selbst gesagt hat, ne? Ja. Okay, danke fürs Zuhören und euch noch einen schönen Abend. Tschüss.